Also erstmal von mir auch einmal herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion 2017 hier am HUMA. Einmal an euch Schüler alle, danke, dass ihr hier seid. Und wir bedanken uns auch bei den Parteien und den Vertretern jetzt an Sie alle. Dankeschön, dass Sie hier sind einmal. Haben ja schon applaudiert eben. Also erstmal der Grund für diese Podiumsdiskussion ist, dass wir als zukünftige Wähler und ein paar von uns auch als jetzige Wähler die Möglichkeit haben, uns ein Bild von den Parteien und ihren Zielen, deren Wahlprogramm zu machen. Ja, und deswegen sind wir alle hier heute. Wir haben deswegen Fragen aus verschiedenen Themenblöcken zusammengesucht, damit wir alle Thesen herauskristallisieren können am besten und uns wirklich ein genaues Bild machen können. Wir bitten Sie noch, sich relativ kurz zu fassen, weil wir nicht so viel Zeit haben. Manchmal geht das natürlich nicht, also wirklich, Sie sagen, was Sie sagen wollen. Ja, gefährlich. Ja, es gibt kein richtiges Zeitlimit. Wenn es bei manchen Fragen ein Zeitlimit gibt, sagen wir das. Wir haben auch ein paar, wo es dann nur ganz kurz ist. Ja, wir bitten Sie natürlich auch, den anderen eine Chance zu geben und sich nicht gegenseitig zu unterbrechen. Aber ich denke, Sie sind da ja geübt und machen das gut. Also da. So, okay. Und dann noch an die Schüler. Also wie gesagt, ihr habt am Ende noch mal 20, 25 Minuten Zeit, um eure eigenen Fragen zu formulieren. Und die dann nochmal an die einzelnen Vertreter zu richten. Also ihr könnt auch nochmal alles fragen. Okay, gut, dann gebe ich an Anna weiter. Also wir haben am Anfang eine kleine Frage, aber davor vielleicht erstmal ganz kurz als Vorstellung. Also hier haben wir Herrn Dr. Krings von der CDU, hier Frau Gülistan-Yüksel von der SPD, hier von der FDP Stefan Dahlmanns, ups, hier von den Grünen Peter Walter, so, jetzt habe ich es aber, Sebastian Merkens von den Linken und Holger Hexen von der AfD. Ja, genau. Also als erste Frage würden wir uns wünschen, dass Sie sich ganz kurz in einer Minute vorstellen und so zum Auflockern Ihr schönstes Schulerlebnis schildern. Ich würde sagen, wir fangen mal bei der CDU an. Schwer anzufangen. Also, mein Name ist Günter Krings, 48 Jahre alt. Ich komme aus München-Gladbach, bin Reit geboren, da auch zur Schule gegangen, am Hugo-Junkers-Gymnasium, aber wenn es darum geht, und ich habe Jura studiert danach, dann muss ich natürlich noch sagen, seit 15 Jahren im Bundestag, jetzt Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Aber ich denke die ganze Zeit um mein schönstes Schulerlebnis nach. Die anderen haben jetzt mehr Zeit, sich darauf vorzubereiten. Da gab es bestimmt viele schöne. Ein schönes Schulerlebnis, will ich sagen, das schönste, war gar nicht in meiner Schule, sondern auf diesen Stufen hier, in der Aula dieses Gymnasiums. Ich habe nämlich hier mal in meiner Schulzeit Hans Jonas zuhören dürfen. Der berühmte Philosoph, in München-Gladbach geboren, musste als Jude fliehen von den Nazis, hat dann nachher die Ehrenbürgerwürde der Stadt München-Gladbach bekommen und hat einen tollen Vortrag gehalten in Frankfurt zu seinem Thema Generationengerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Verantwortung für künftige Generationen. Den gleichen Vortrag, den er in Frankfurt in der Paulskirche gehalten hat, hat er hier damals, das war 1987, da waren Sie alle noch nicht geboren, noch nicht mal ein zartes Glimmen im Auge Ihrer Mutter wahrscheinlich zu der Zeit, sondern das war noch alles lange vor Ihrer Zeit, aber hier hat das stattgefunden und dieser Vortrag ist mir noch in guter, bewegender Erinnerung. Wie gesagt, war so voll damals, dass ich jedenfalls noch einen Platz auf den Stufen bekommen habe. Das war jedenfalls ein schönes Schulerlebnis, was ich gerade mit dem Raum hier verbinde. Ah, okay, danke schön. Dann. Ja, mein Name ist Gülistan-Yüksel, ich bin 55 Jahre alt, verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder. Ich bin seit 2013 im Bundestag und vorher war ich hier in Mönchengladbach aktiv in der Integrationspolitik und Kommunalpolitik. Mein schönstes Erlebnis, ich weiß nicht, ob es das schönste ist, aber das ist das, was mir in Erinnerung geblieben ist. Ich bin ja mit 8 Jahren nach Deutschland eingereist, also ich bin nicht hier geboren. Ich habe in der Türkei 2 Schulklassen besucht, bin dann versetzt worden in die 3. Klasse, kam dann nach Deutschland, konnte aber kein Wort Deutsch, musste aber hier zur Schule. Also kam ich wieder in die 2. Klasse, in eine Klasse, Alter 8 bis 9. Ich sitze dann mittendrin und verstehe kein Wort. Das war, ich kann das gar nicht beschreiben, es war deprimierend, es war aber auch schön, weil die Zeit danach war wunderschön. Ich habe wirklich sehr viele nette Menschen um mich herum gehabt, die mich unterstützt haben, die mir bei den Arbeiten immer hinterm Rücken gestanden haben, mir das übersetzt haben. Das war eine schöne Zeit, die vergesse ich nicht. Ja, mein Name ist Stefan Dahlmanns. Ich bin in Anrath geboren und auch da zur Schule gegangen und bin erst später hier in meine Wahlheimat Mönchengladbach gezogen, die ich allerdings schon sehr lange kenne, weil meine Großeltern sind auch von Mönchengladbach und deswegen war ich auch immer mit Mönchengladbach verbunden. Ich möchte in den Bundestag kommen als Facharbeiter.
Und wo ich jetzt gerade angesprochen wurde, was war mein schönstes Schulerlebnis? Ich habe gerade eben im Rektorzimmer, ist mir wieder eins eingefallen. Achso, das tut sich. Okay. So besser? Okay. ist sonst noch alles verstanden worden oder? Ja. Alles gut, ja. Und zwar ging es dann um diese Technik hier. Also ich habe in der Realschule in Willig, hatten wir auch eine Video-AG, die hat eigentlich Ähnliches gemacht wie hier die Technik. Wir haben also auch eine Kamera gehabt von unserem Förderverein und haben dann so Sachen gemacht wie Sportunterricht aufnehmen, Schulveranstaltungen aufnehmen. Und ich fand das eigentlich eine wunderbare Sache, um einzusteigen in eine Verantwortung, die man sonst so als Schüler nicht unbedingt hat. Man wurde gerufen, wenn die Technik gebraucht wurde in der Schule. Und das hat auch dazu geführt, dass ich später eigentlich dann auch bei einem großen Elektronikkonzern in die Ausbildung gegangen bin. Denn die hat das auch beeindruckt, dass ich mich schon mit den Geräten auskannte, die sie verkauften. Also das war für mich in der Schulzeit eine sehr schöne Zeit und die hat mich aufs Leben vorbereitet und das fand ich auch sehr gut so. Vorher die Schule in Liedberg geleitet, eine kleine Grundschule, 10 Jahre lang. Ja, und mein schönstes Schulerlebnis hat mit dieser Schule zu tun. Ich bin vor 44 Jahren hier rausgegangen mit dem Abitur. Da war es aber noch das alte Gebäude, für das wir nämlich in der Stadt eine Riesendemo gemacht haben, obwohl die Toiletten und die Anlagen alles andere als kompatibel waren für uns. Aber noch ein anderes Erlebnis, oh, hier ganz oben war der Kunstsaal und der alte Kunstlehrer Herr Pistor hat uns dann beauftragt, als die Kaiser-Friedrich-Halle brannte, diesen Brand zu malen. Das ist ein traumatisches Erlebnis, das werde ich bis heute nicht vergessen, ich habe es nie gekonnt, ganz furchtbar. Und vielleicht noch unter Theodor Bolsenius habe ich hier Abitur gemacht und bei der griechischen Nachprüfung hatte ich meine beste Szene beim Einlaufen und das war es dann. Ja, Sebastian Merkens, ich hoffe, das funktioniert, dass ich nicht dieses Mikrofon hier nehmen muss. Ja, wunderbar. Ich komme hier aus Mönchengladbach, genauer gesagt aus Reit. Ich bin erst kurz vor 2 Jahren in die Politik dazu gestoßen, zumindest in die Parteipolitik. Ich habe vorher jahrelang über den Stadtjugendring Lobbyarbeit für Jugendpolitik, für Jugendgeschichten in der Stadt gemacht und irgendwann war ich einfach zu alt mit meinen Mitte 30, um halt noch sagen zu können, dass ich halt einem Jugendverband vorstehe und deswegen bin ich dann auf die parteipolitische Ebene rübergewechselt. Die Frage, was mein schönstes Schulerlebnis war, ist tatsächlich schwierig zu beantworten. Ich hatte jetzt 4 Leute vor mir, um das zu überlegen und ich muss sagen, ich kann mich nicht erinnern, ich weiß es nicht. Meine Schulzeit war nicht so schön, dass ich... Mit vollem Mund abgestellt. Meine Zensur. Schulzeit war nicht so schön, dass ich sagen wollen würde, ich... Etwas stimmt. Ich habe dann irgendwann für mich beschlossen. Es geht besser. Es geht besser. Ich habe dann irgendwann für mich beschlossen, aus der Schule auszusteigen. Ich bin einer der Menschen, die irgendwann angefangen haben, Schule zu verweigern. Irgendwann in der 11. Klasse, 12. Klasse habe ich dann irgendwann für mich beschlossen, ich will einfach gar nicht mehr dahin. Ich habe keine Lust mehr da zu sein, weil es einfach nicht die Form war, in der ich gut lernen konnte. Und es war auch nicht so, dass man zu meiner Zeit vor 25 Jahren, als ich hätte Abitur machen sollen, darauf Rücksicht genommen hätte, noch nicht 25 Jahre, oh Gott, 20 Jahren, dass man da Rücksicht drauf genommen hätte. Es war dann einfach egal, ich bin dann aussortiert worden und musste über den zweiten Bildungsweg, über eine Berufsausbildung und dann nachher letztendlich über das Nachholen des Fachabiturs dann ein Studium machen, weil ich einfach mit 16, 17, 18 nicht in die Schule passte. Deswegen ist die Frage nach, was ist dein schönstes Schulerlebnis, schwierig für mich zu beantworten. Erstmal ausprobieren, ja, funktioniert. Ja, mein Name ist Holger Hexgen, ich bin 45 Jahre alt, habe hier in Mönchengladbach an der Fachhochschule Niederrhein Wirtschaft studiert, bin im April 2003, bin übrigens verheiratet, habe eine Tochter, der Form halber,
Habe Wirtschaft studiert, bin 2013 im April in die AfD eingetreten, weil die auch noch anhaltende Euro-Rettungspolitik einfach irrational ist. Und das ist auch mein Hauptthema. Ich würde gerne eine Parallelwährung einführen. Das werden Sie jetzt in den nächsten Tagen auch auf den Plakaten lesen können. Aber mein schönstes Schulerlebnis war eigentlich meine Hochschulausbildung, weil während dieser Ausbildung hatte ich die Möglichkeit, zu mir selber zu finden, weil ich habe noch ein Diplom gemacht und ich befürchte, dass die heutigen Bachelorstudiengänge so verschult und modularisiert sind, dass sie dann nur noch durchgepeitscht werden. Ich hoffe, dass Sie auch zu sich selber finden können, dass Sie gefördert werden, auch im eigenen Denken, denn das ist das, was Ihnen jetzt bevorsteht. Zum größten Teil wahrscheinlich. Ein Studium. Okay, gut, dann einmal Entschuldigung für die technischen Probleme, aber wir haben ja unsere fleißigen Techniker, die regeln das alles. Gut, gut, also wir haben jetzt für Sie alle sowas wie eine Anfangsfrage, bevor es mit den Themenblöcken losgeht, die da oben stehen, aber das wurde Ihnen wahrscheinlich auch vorher schon mitgeteilt. Und die erste Frage ist tatsächlich keine Einzelfrage, sondern geht an Sie beide von CDU und der SPD. Und ja, Sie sind ja zwei Parteien, die in Deutschland immer um die Spitze kämpfen, so ganz verteilt. Und wir fragen Sie, wie denken Sie denn, unterscheiden Sie sich? Was sind so Ihre Punkte, die Sie nicht teilen? Oder wie könnten Sie sich sogar ein bisschen von der anderen Partei abheben? Weil Sie eben angefangen haben, darf Frau Yüksel mit der, aus der SPD jetzt anfangen. Ja, uns unterscheidet eigentlich sehr viel. Und zwar in dem Punkt, wo wir verstärkt für die soziale Gerechtigkeit eintreten. Wenn wir uns jetzt unser Parteiprogramm zum Beispiel angucken, wird man die Unterschiede sehen. Ich will nur ein Beispiel vielleicht daraus holen, und zwar ist es die Rentenpolitik, die ganz wichtig ist. Dazu finden Sie in unserem Parteiprogramm, findet ihr Punkte, wo wir uns schon die Zukunft der Menschen, wo wir den Fokus darauf setzen, was wir bei der CDU, CSU im Parteiprogramm leider nicht finden. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, das unterscheidet uns sehr wohl. Und vielleicht nochmal so ein Punkt, wir haben ja jetzt 4 Jahre miteinander regiert, wir haben sehr viele Punkte umsetzen können. Es gibt aber auch Bereiche, wo zum Beispiel um das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit geht. Das hätten wir umsetzen können in dieser Legislaturperiode. Das hat leider nicht funktioniert. Ich sehe aber jetzt, dass das auch in Ihrem Papier geschrieben ist. Und ich finde es ein bisschen schade, dass wir es nicht umgesetzt haben. Jetzt haben wir nochmal die nächsten 4 Jahre, wo wir uns nochmal damit auseinandersetzen. Ich finde, die Zeit hätten wir sinnvoller ja, verbringen können. Also uns geht es um den Menschen und wir haben den Menschen im Fokus und dazu wollen wir einfach alles dran setzen, dass es sozialer, gerechter zugeht und dass Menschen sich eben auch wieder, ja, wie Menschen fühlen und dass es eben besser zugeht. Das ist das, was uns, glaube ich, unterscheidet. Ja, vielen Dank. Dann Herr Dr. Finks. Ja, also es ist richtig, die Bundeskanzler in Deutschland waren immer von der SPD, von der CDU und insofern muss das zwar nicht zwingend so bleiben, aber es sieht so aus, als dass die beiden Parteien sind, die um die Spitze konkurrieren. Zurzeit haben wir die Nase vorn, das war auch schon mal andersrum. Ich glaube, dass wir uns wirklich nicht ernsthaft unterscheiden, auch würde ich auch für die anderen Parteien Anspruch nehmen, wenn es darum geht, dass der Mensch im Mittelpunkt gehört, dass wir für Gerechtigkeit eintreten. Aber es geht um die Wege dahin. Wir haben und sagen das immer wieder, es kann nur so viel Geld ausgegeben werden, wie erwirtschaftet wird. Und es kann vor allem die jetzige Generation nur so viel ausgeben, wie die Generation selbst erwirtschaftet und sozusagen keine Schulden für die Zukunft machen. Wir haben jetzt erstmalig in einer ganzen Wahlperiode, gestern hat mir Wolfgang Schäuble hier nebenan in der Erholung, der das maßgeblich mitverantwortet hat als CDU-Finanzminister, schuldenfreie Haushalte. Das letzte Mal, wo es in Deutschland schuldenfrei, also ohne neue Schulden im Bundeshaushalt zuging, war in meinem Geburtsjahr. Und das geht schon eine Weile zurück, 1969. Und seitdem haben wir immer jedes Jahr neue Schulden gemacht. Das war teilweise auch vielleicht nicht vermeidbar, aber jetzt ist eben wichtig, nicht mehr Lasten für die künftige Generation und trotzdem dafür sorgen, dass es den Menschen gut geht, besser geht. Also wir haben zum Beispiel in den letzten Jahren eine Lohnsteigerung endlich mal wieder gehabt bei Arbeitnehmern. Das war lange nicht der Fall. Und zwar ist die Lohnsteigerung also die letzten 5 Jahre, wenn man so sieht, deutlich höher gewesen bei Arbeitnehmern als bei Unternehmen, auch als bei Selbstständigen. Wir haben deutliches Rentenplus gehabt in den letzten Jahren. Insofern funktioniert die Rentenpolitik zurzeit und wir haben Planungssicherheit bis 2029. Und von daher würde ich mir manchmal wünschen, dass wir viele Politikfelder hätten, wo wir schon in den nächsten 15 Jahren oder 12 Jahren schon genau wissen, was passiert. Und deshalb haben wir gesagt, Rentenpolitik zum Beispiel, weil Sie es angesprochen haben,
das macht mehr Sinn, das in Ruhe, auch im Konsens, über Parteigrenzen hinweg zu behandeln. Das wollen wir im nächsten Wahlperiode auch tun, was danach 2029 passiert. Aber die nächsten 12 Jahre sind da ziemlich klar, sind ordentlich vorgeplant und vor allem nicht jetzt Schulden machen, die dann ihre Generation später bezahlen muss und trotzdem soziale Gerechtigkeit herstellen. Wir haben jetzt in den letzten Jahren gezeigt, das passt zusammen. 5 Millionen mehr Beschäftigte zeigen, es geht den Leuten deutlich besser. Okay, danke schön. Ja, dann geht's weiter mit einer Frage an die FDP. Und zwar haben wir gelesen, dass Sie für die Legalisierung von Cannabis sind, also hier in Deutschland. Klar, jetzt viele von uns lachen jetzt und sagen, ja, hey, super. Aber... aber ich glaube, das ist nicht das, was Sie damit erreichen wollten. Und deswegen wollten wir einfach mal fragen, was Sie dazu sagen. Wäre es dann nicht eigentlich für uns einfacher, an Cannabis zu kommen? Also erstmal muss ich die meisten enttäuschen, weil wir wollen die Freigabe für Cannabis erst ab 18. Insofern war dann diejenigen, die aufgezeigt haben, würden dann darunter fallen, der Rest nicht. Jedenfalls heute noch nicht. Wir bei der Freigabe von Cannabis, wo ich sogar selber mit drum gestritten habe, beim Bundesparteitag, nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr, ist dieser Parteitagsbeschluss zustande gekommen. Da war eine heftige Diskussion auch innerhalb der Partei. Und deswegen, im Endeffekt hat sich dann im Prinzip eine Mehrheit gebildet, was über viele Jahre nicht möglich war. Die Julis haben das immer wieder versucht und dann erst im letzten Jahr dann geschafft. Deswegen steht es auch jetzt konsequenterweise im Wahlprogramm. Und der Gedanke dahinter ist eigentlich, dass man, es ist ja nun mal kein Geheimnis, an Cannabis rankommen ist jetzt nicht das Problem, speziell wenn man so nah an der holländischen Grenze wohnt hier, aber dies zu legalisieren, das heißt eine kontrollierte Abgabe zu machen an 18-Jährige und dafür zu sorgen, dass nicht der Dealer auf der Straße bestimmt, was es auf dem Markt gibt und man dann nicht weiß, was es da alles auf dem Markt gibt und was man dann zu sich nimmt, sondern dafür zu sorgen, dass die 18-Jährigen, wenn sie dann da sich dafür entscheiden, dann auch wirklich an Ware herankommen, die kontrolliert ist. Und der gleiche Gedanke, der noch dahinter steckt, ist, wir würden natürlich auch Steuereinnahmen dadurch regenerieren, genau wie bei Zigaretten. Und diese Steuereinnahmen sollen auch für die Prävention benutzt werden. Also die sollen tatsächlich genutzt werden, um Vorbeugemaßnahmen zu treffen, sprich Aufklärung zu betreiben und so weiter. Also der Gedanke, etwas kontrolliert freizugeben, ohne das kontrolliert freizugeben und nicht der Straße den Lauf zu lassen, was sowieso zurzeit schon geschieht. Das ist okay. Der Richter. Dankeschön. Unsere nächste Frage geht an Sie, Herr Merkens, also an die Linke. Und zwar, Ihr Bundestagswahlprogramm lautet ja Absage an die NATO und an Hartz IV. Und wir hätten jetzt gerne, Sie müssen das einmal so in 2 Minuten, also wirklich kurz erklären, was steht dahinter, warum möchten Sie das und was für Vorteile haben wir daraus? Nicht 2 Minuten, aber schnell. Okay. 2 Minuten. Okay, schnell, genau. So einen plakativen Satz in 2 Minuten zu erklären, ich gebe mir die größte Mühe, das zu tun. Absage an Hartz IV, fange ich einfach damit an, ist eine ganz klare Aussage. Ich habe vorher viel gehört über, wir kämpfen für Gerechtigkeit, wir stehen für Gerechtigkeit, den Menschen geht es einfach wieder besser. Der Gerechtigkeitsbegriff ist halt ein zutiefst inflationär benutzter Begriff in der Politik. Und wenn man halt hinaus nach Gladbach geht, Mönchengladbach ist da eigentlich das passende Beispiel, wir haben hier Menschen, knapp 24%, die abhängig sind von Transferleistung. Sprich Menschen, die abhängig sind von Hartz IV, abhängig sind von Wohngeld und so weiter. Und das größte Problem dabei haben dann Kinder und Jugendliche. Ihr kommt hier aus Gladbach, wenn ihr nach Reit rüber geht, sieht es nochmal ganz anders aus. Ihr seht ein ganz anderes Stadtbild, ihr seht ganz andere Menschen. Ihr seht Menschen, die kaum die Schwierigkeiten, die kaum die Fähigkeiten haben, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, weil ihnen die Finanzierung dazu fehlen. Ist der Bereich, wie ich da reingekommen bin, ich bin Sozialarbeiter irgendwann geworden, habe angefangen mit Menschen zu arbeiten und habe Armut festgestellt und Armut erlebt, die ich vorher so nie kennengelernt habe. Ich komme aus einem Lehrerhaushalt, mir ist es gut gegangen, wir hatten ein schönes großes Haus und ich konnte mir alles erlauben. Und bin dann auf einmal auf Menschen getroffen, die sich das nicht erlauben können. Und zwar nicht wenige, sondern wirklich viele, viele, viele. Absage an Hartz IV bedeutet für uns, wir wollen, dass dieses menschenunwürdige Gesetz wegkommt, nachdem Menschen daran gehindert werden, an einer Gesellschaft teilzuhaben.
Es steht immer wieder im Raum, die Faulen wollen ja gar nicht arbeiten. Die Frage ist, können sie noch arbeiten? Wie verändert sich ein Arbeitsmarkt in der Zukunft mit einer zunehmenden Digitalisierung, wo immer eine immer höhere Ausbildung gefordert wird? Können dann die Menschen, die jetzt schon abgehängt worden sind, auch in ihren schulischen Leistungen, in ihren akademischen Graden, können die dann überhaupt noch an einem Arbeitsmarkt partizipieren und können sie dann vielleicht auch noch in unserer Demokratie mitbestimmen? Und deswegen treten wir halt dafür ein, dieses Gesetz von Rot-Grün zurückzunehmen und durch eine menschenwürdigere Alternative zu ersetzen. Einfach, weil Gerechtigkeit anders aussieht, als dass Menschen irgendwann ab Mitte des Monats nichts mehr zu essen haben, dass ihnen der Strom irgendwann abgestellt wird, dass Kinder nicht mit auf Klassenfahrten fahren können. Ich weiß, es gibt die ganzen Programme, ich beantrage immer wieder auch Geld aus diesem Programm, aber es verhindert trotzdem viele Aktionen für Kinder und Jugendliche. Da muss nachgebessert werden. Ausstieg aus der NATO klingt auch wunderbar plakativ. Und soll es auch, es soll provozieren. Wir wollen eine andere Außenpolitik setzen. Wir sehen in den Parteien rundherum nicht die Bereitschaft, vollständig auf Krieg zu verzichten. Man schimpft uns deswegen oft naiv, man schimpft uns deswegen oft idealistisch, aber wir halten nichts davon, in einem Verteidigungsbündnis teilzuhaben, was halt in Kriegsstrukturen hinein provoziert. Also versteht mich nicht falsch, ich bin kein Freund von Putin, ich bin kein Freund von dem, was da in Russland passiert. Ich halte diesen Mann für unsäglich. Aber sich halt an der NATO-Grenze dann aufzubauen, immer wieder auch zu provozieren, immer wieder auch zu machen und zu vergessen, dass der Kalte Krieg seit 1990 vorbei ist und immer noch in diesen alten kalten Kriegsstrukturen zu denken und nicht einfach auch mal anzufangen, was Neues zu wagen. Das ist letztendlich mit der Forderung aus der NATO austreten gemeint. So, die nächste Frage geht an Sie, Herr Hexkin. Und zwar sprechen wir auch auf was Aktuelles an. Und zwar wollten wir Sie fragen, was Sie von der Reaktion Ihrer Parteikollegin Frau Weidel am Dienstag in der ZDF-Sendung Wie geht's Deutschland halten? Die Schüler wissen jetzt wahrscheinlich, ein paar von denen wissen, was passiert ist, aber andere wahrscheinlich auch nicht. Deswegen bitten wir Sie kurz, die Situation nochmal darzugeben. Ja, generell muss man natürlich sagen, dass die AfD ja eine neue Partei ist. Wir existieren seit ungefähr 4 Jahren. Diese Partei besteht zu einem Großteil aus besorgten Bürgern, weniger aus gestandenen Politikern, wie Herr Dr. Krings einer ist. Und so gesehen sind wir schnell gewachsen. Und weil wir eben schnell gewachsen sind, haben sich auch immer höhere und stärkere Aufgaben an uns gewendet. Und aus meiner Sicht ist das ganz einfach nur eine Reaktion aufgrund der Nervosität heraus, aufgrund der Front, die sich gegen Frau Weidel, Frau Dr. Weidel aufgetan hat. Denn die ganze Politik in Deutschland, die parlamentarische Politik, ich nehme mal Herrn Dahlmanns jetzt heraus, ist quasi nach links gerückt. Die CDU, die SPD, die Linken und auch die Grünen haben sich zu einem gewissen Teil vereint und machen eine, in Anführungszeichen, Multikulti-Politik ohne die Interessen des deutschen Volkes, wenn man das überhaupt noch so sagen darf, vielleicht darf ich auch nur noch sagen, diejenigen, die hier noch länger leben, die hier schon länger leben, Entschuldigung. Und wenn Sie dann in so einer Talkshow sitzen und keine Erfahrung haben, dann kann sowas passieren. Das kann auch hier heute passieren, obwohl ich denke, dass wir doch alle zivilisierte Menschen sind und uns vernünftig unterhalten können. Ja, also ja, genau, also für die, die es jetzt nicht rausgehört haben, da war halt eine Diskussion zwischen den einzelnen Parteien und die Frau von der AfD ist halt gegangen nach einer bestimmten Zeit und ja, genau, das ist einfach mal kurz gefasst. Und jetzt haben wir noch eine Frage an die Grünen und zwar ist bekanntlich ja ihr größtes Thema der Umweltschutz und ja, hat ganz viel damit zu tun. Allerdings wollten wir fragen, ob dieses Thema Ihr wichtigstes ist und worauf Sie vielleicht auch noch sehr viel Wert legen. Ja, wir haben uns hier in Mönchengladbach dazu entschlossen, also auf 2 Themen besonderes Augenmerk zu legen. Das ist einmal der Klimaschutz und zum anderen die Frage des Friedens. Zum Klimaschutz ist zu sagen, seit 2009 ist der CO2-Wert in Deutschland nicht runtergegangen. Seit 2009 regiert Angela Merkel
und sie verspricht Klimaschutz, sie hat aber nichts getan. Das, was jedenfalls das, was sichtbar wäre. Wir haben jetzt Vorgaben gemacht, dafür werden wir gescholten. Ihr wollt die Autos verbieten, 2030 keine Verbrennungsmotoren. Ich bin aber der Meinung, wenn wir der Autoindustrie nicht mal einen Schubs geben oder eine Frist setzen, dann wird sich da auch weiterhin nichts tun. Herr Tschetsche war bei uns auf dem Bundesparteitag, also der Manager von Mercedes, und der investiert schon in China in die Elektrofirmen. Da haben die 70- und 60-prozentige Anteile an den großen Elektromobilfirmen. Hier in Deutschland, wen wundert es auf einmal, hat die Deutsche Post sich als Elektrobaufirma generiert. Die suchen jetzt händeringend Flächen, die wir hier in Mönchengladbach übrigens auch hätten, ich denke mal an die Niederrhein-Kaserne oder an Sörtaku, um ihre Scooter zu bauen. Eine Post baut dann Elektrofahrzeuge, die muss der Automobilindustrie das vormachen. Die hat bei der Automobilindustrie nachgefragt, nö, ihr wollt ja nur 4.000 bis 5.000 Fahrzeuge, das lohnt sich für uns nicht. Haben sie es selbst gemacht, zusammen mit der AWTH. Ein prima Projekt. Also, Klimaschutz steht für uns ganz vorne, damit auch hier die Luft sauberer wird, auch in Mönchengladbach. Wir haben da viel mit zu tun. Die Reiter-Messstationen schlagen ständig Alarm, dass die Grenzwerte überschritten werden. Das Zweite wäre der Frieden. Wir gelten immer noch als einer der größten Waffenlieferanten der Welt. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn Frau von der Leyen und die französische Kollegin in den Tschad fahren, dort Munition und Waffen liefern, damit die Flüchtlinge in Afrika bleiben, damit diese terroristischen Staaten, diese diktatorischen Staaten weiter unterstützt werden. Wir liefern Waffen nach Saudi-Arabien, die nachweislich den IS fördern. Wenn das alles christliche Politik ist, habe ich meine Zweifel. Ja, vielen Dank schon mal an Sie alle. Jetzt haben wir ja jeden von Ihnen schon mal gehört und wir sind natürlich von der Zeit her nicht so, dass wir so super viel Zeit haben. Deswegen wäre es schön, wenn Sie sich bei der nächsten Frage kurz halten würden. Natürlich, es gibt zu allem sehr viel zu sagen, das weiß ich auch. Und es ist auch immer so, dass man vielleicht noch mehr Dinge sagen würde, aber es wäre wirklich gut, wenn Sie sich dann kurz halten würden. Und zwar haben wir unseren nächsten Themenblock, der auch da oben stehen müsste. Ja, ich sehe ihn als erstes. Die Sicherheitspolitik. Ja, ich glaube, das muss man zwar nicht groß erklären, aber das ist für uns alle ja sehr wichtig geworden. Einfach, dass es viel Bedrohung gibt im Inland, aber auch im Ausland und einfach in den letzten Jahren super viel passiert ist. Und deswegen ist unsere erste Frage zu Überwachungskameras. Also wie sind Ihre Ziele da in Bezug auf Überwachung im Inland? Also wir beziehen uns erstmal nur aufs Inland. Was sagen Sie dazu zur Sicherheitspolitik im Inland? Ja, es wäre vielleicht schön, wenn jetzt nicht alle zum Wort kommen. Wir haben ja noch eine zweite Frage dazu. Das ist ja blöd gesagt, aber ist halt leider so. Wir haben da auch noch eine Frage zum Ausland, aber zum Inland würde ich sagen, fangen wir erstmal an bei... Sucht jemand aus. Möchte jemand anfangen? Ja. Das ist ja mein Hauptjob, ist sozusagen, mich für innere Sicherheit einzusetzen. In Berlin, im Innenministerium, tue ich das gerne. Also, ich würde auch sagen, wir sollten keine Angst machen. Es ist immer noch gefährlicher, im Krankenhaus an resistenten Keimen zu sterben, als am Terroranschlag. Und trotzdem müssen wir die bestmögliche Sicherheit liefern, unter Beachtung aller Grundrechte. Deshalb sind wir als CDU beispielsweise ganz konkret seit Jahren sehr dafür, dass im Alten Markt in Gladbach einige Kameras hängen. Da sind alle privaten Bereiche verpixelt. Also wirklich nur, wenn man darüber geht, gibt es die Möglichkeit, dass die Polizei auch das sozusagen mit beobachten kann. Und deshalb das Thema Kamera, was ihr ja genannt habt, ist immer nur vernünftig in Verbindung mit Polizisten. Kameras können keine Polizisten ersetzen, sie können aber die Arbeit der Polizei erleichtern. Insofern kann das ein Element sein. Es sind schon Attentate sozusagen verhindert, aufgeklärt worden im Bonner Hauptbahnhof, in dem eine Bewachungskamera vorhanden ist. Von daher habe ich da keine Angst davor, sondern sie können einen guten Dienst leisten, nicht flächendeckend, sondern an bestimmten Kriminalitätsschwerpunkten. Es gibt viele andere Themen, mehr Polizisten, da haben wir jetzt im Bund einige tausend neue eingestellt, die richtigen Befugnisse. Wir brauchen auch wenn es manche nicht gern hören, Nachrichtendienste, weil wir wissen müssen, wo sich Terrorzellen vielleicht bilden können. Das alles ohne Panik, mit Augenmaß. Thomas de Maizière als Innenminister, glaube ich, bürgt dafür, dass er da kein Scharfmacher ist, sondern jemand, der durchaus sagt, okay, die Freiheit ist wichtig, Grundrechte müssen geschützt werden, aber unsere Sicherheit bestmöglich mit Polizei, mit auch Nachrichtendiensten, auch mit technischen Hilfsmitteln müssen geschützt werden. Auf dem Weg wollen wir gern weitergehen. Dankeschön. Ja. Bin ich jetzt dran? Ja. Jeder kann dazu was sagen, habe ich so verstanden, richtig? Ja. Gut. Also ich bin zu der Videoüberwachung, habe ich eine andere Meinung.
Ich finde, Videoüberwachung macht natürlich Sinn, wenn Großveranstaltungen sind, aber wenn wir nicht genügend Personal haben, die das dann beobachten können. Wenn, wir sprechen hier vom alten Markt. Wir haben da jetzt, also es ist dafür gesorgt, dass dann auch viel Personal dahinter sitzt, das auch beobachten kann. Aber allgemein bin ich strikt gegen eine Videoüberwachung, weil ich denke, wir müssen gucken, dass wir die Sicherheit der Bevölkerung so hinbekommen, dass wir präventiv arbeiten. Mehr Polizei ist ja schon gesagt worden. Ich finde, das ist unsere Aufgabe, jetzt auch in der Regierung und demnächst sicher in einer anderen Konstellation dafür zu sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich sicher fühlen und dass wir nicht auf solche Instrumente zurückgreifen müssen, wie Videoüberwachung. Und Prävention ist meines Erachtens der beste Weg, das ist wie Innen- wie Außenpolitik. Wir müssen alles dafür sorgen, dass unsere jungen Menschen eine Perspektive haben, dass sie nicht in salafistische oder terroristische abrunden. Und wenn sie eine Perspektive haben, denke ich, können wir dem vorbeugen und dann ist auch die Sicherheit gewährleistet. Aber unsere Aufgabe und unsere Pflicht ist es, dafür zu sorgen, dass jeder Bürger, jede Bürgerin sich sicher fühlt und sich nicht verstecken muss. Das ist ganz wichtig. Ja. Das müssen wir ja mal sehen. Herr Hex, Sie möchten beide was sagen? Sie möchten alle was sagen? Sie können alle was sagen, alles gut. Wir gehen jetzt mal die Reihe durch, wenn das für Sie okay ist. Wir fangen beim nächsten Mal an der rechten Seite an. Also mein Thema ist es auch, nicht zu viele Daten zu sammeln. Das heißt, Videoüberwachen an Bahnhöfen zu haben oder wie hier am Alten Markt, wenn dahinter direkt Polizisten sitzen, dann macht das Sinn. Aber wenn man sich vorstellt, dass doch einige die Videowachen extrem ausdehnen wollen, dann kommt es eigentlich dazu, dass man nur noch Daten sammelt und eigentlich keine Zeit hat, die überhaupt auszuwerten. Und macht es dann hinterher nur, wenn was passiert ist. Und das müssen wir vermeiden. Also wir müssen vorher dafür sorgen, dass die Verbrechen erst gar nicht geschehen. Und das geht durch Polizisten vor Ort. Also eine Videoüberwachung, die nicht direkt mit Personal hinterlegt ist, funktioniert überhaupt nicht, um Verbrechen zu vermeiden. Und deswegen unser Ansatz ist eigentlich, mehr Polizisten vor Ort zu haben. Und da kann man die digitale Technik besser einsetzen, indem man die ganze Polizei, die Sicherheitsbehörden besser vernetzt. Das ist zurzeit nämlich nicht der Fall. Die Polizisten vor Ort im Streifenwagen haben zum Teil gar nicht die Informationen von anderen Bundesländern. Das heißt, ein Polizist, der in Hamburg jemanden auf der Straße aufgreift, der weiß gar nicht, dass der in Nordrhein-Westfalen gesucht wird zum Teil. Und das ist ein großes Problem. Also ich weiß nicht, der Film ist schon ein bisschen älter, 1981 oder was, die Blues Brothers, das war ganz toll. Da wurde der direkt am Anfang des Films, ist er mit so einem alten Streifenwagen durch die Gegend gefahren und musste seinen Führerschein abgeben. Und da hieß dann, oh, jetzt werden wir gleich Ärger kriegen, weil der dann den Führerschein eingegeben hat. Und dann kam dann so ein rotes Laufschrift, kam dann raus, Fahrzeug einziehen, Fahrer verhaften. Das heißt, da waren Informationen praktisch schon beim Streifenwagen vor Ort. Das heißt, der Polizist wusste, mit wem er da gerade zu tun hat. Und das haben wir zurzeit gar nicht. Und wenn man sich vorstellt, dass sowas in Filmen 1981 schon eigentlich sich vorgestellt wurde, dass es möglich ist, und wir haben es heute noch nicht in Deutschland, dann ist das eigentlich eine Katastrophe. Okay, danke schön. Ja, ganz kurz. Videoüberwachung, so wie der Dr. Krings das geschildert hat, ist in Ordnung, wenn es an bestimmten Brennpunkten ist oder wenn es zu bestimmten Großveranstaltungen ist, an die Daten anschließend sicher auch wieder gelöscht werden, ist es in Ordnung. Ich habe von allen immer gehört, mehr Polizei auf die Straße. Ich warte immer auf den Backofen, wo die ganzen Polizisten rausspringen. Wir haben gar kein Personal. Das ist bei uns bei der Bildungsdebatte genau das Gleiche. Mehr Lehrer, mehr Lehrer. Ja, ich habe hinterher 35 Kinder in der Klasse gehabt, weil wir kein Personal hatten. Es waren einfach nicht die Menschen dafür da. Ein Polizist braucht 5 Jahre, bis er dann erstmal eigenverantwortlich arbeiten kann. Das sagen hier die Polizei, der Polizeipräsident von Mönchengladbach auch. Mir ist viel wichtiger, nicht nur mehr Polizisten auf die Straße, sondern auch mehr Sozialarbeiter auf die Straße, Streetworker. Wir haben es in Odenkirchen gesehen, wo ein Polizist krankenhausreif geschlagen worden ist von einer Gang. Dann wurde von der Stadt Mönchengladbach wieder der Streetworker eingesetzt und die Gang ist weg. Also da müsste viel mehr präventiv auf den Straßen gearbeitet werden. Wir schließen Jugendzentren, wir streichen Gelder für Arbeitslosenzentren und Obdachlosenzentren und so weiter. Die Leute haben keine Anlaufstellen mehr, wo sie hingehen können. Ich könnte diese ganze Gesellschaft viel besser vermenschlichen wieder und da aus diesen Kreisen rauszuholen. Und das ist ja nicht nur der eine Kreis, der dann irgendwie kriminell wird oder so. Wenn es Kriminelle sind, die werden bestraft, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wir müssen dafür sorgen, dass die Gesellschaft wieder dahin gehen kann und dass es No-Go-Areas einfach gar nicht mehr gibt.
um einfach mal zu betonen, wir Linken sind nicht weiter nach links gerückt mit der CDU zusammen. Wir halten die CDU nicht für links gerückt. Also das wäre schräg, also extrem schräg. Vielleicht macht sich das auch deutlich in dem Bereich der Einschätzung zur inneren Sicherheit. Wenn Herr Dr. Krüng sagt, er hält Herrn de Maizière nicht für einen Scharfmacher, ich würde dem widersprechen. Ich halte Herrn de Maizière für einen Scharfmacher, der oft auf eine ganz furchtbare populistische Art und Weise Stimmung macht gegen andere Menschen. Und das ist für uns Linke tatsächlich ein riesengroßes Problem. Wenn wir in dem Bereich sind, klar, wir brauchen Polizisten, wir brauchen vielleicht auch, meine Partei sieht es anders, aber wir brauchen vielleicht auch einen Nachrichtendienst. Aber wenn dieser Nachrichtendienst, den wir haben, dazu beiträgt, dass Anschläge stattfinden können, also auf der einen Seite als Anis Amri letztes Jahr Weihnachten in Berlin da den LKW in die Menschenmenge geleitet hat, war der Nachrichtendienst auf einer anderen Ebene beteiligt, indem er Anis Amri von NRW nach Berlin kutschiert hat und all solche Sachen, wo man dann sagt, es ging um Überwachung, wir wollten wissen, was der macht. Schwupp, ist leider schiefgegangen. Ja, aus NRW kommen da irgendwie andere Geschichten, aber gut. Ähnliches ist beim Nachrichtendienst, wenn wir immer sagen, wir legen den Blickwinkel nur auf islamistische Gewalt. Der Nachrichtendienst sitzt in der NPD mit drin. Es gibt einen Anstieg rechter Gewalttaten in diesem Land und zwar um eine ganz massive Art und Weise, auch in einer ganz massiven Konsequenz. Es brennen wieder Häuser, es werden Menschen bedroht, es gibt auch einen Anstieg letztendlich von Körperverletzung, von massiven Körperverletzungen, von Verfolgungen. Und der erste NPD-Verbotsantrag ist gescheitert, weil der Nachrichtendienst mit drin sitzt in der NPD. Wenn man in den NSU-Prozess hineinschaut, wo man die größte terroristische Vereinigung der letzten 20 Jahre sieht, vieles ist nicht aufgeklärt, weil der Nachrichtendienst verweigert darzustellen, wo hat er wie mitgearbeitet. Wenn man auf der einen Seite sagt, wir brauchen einen Nachrichtendienst, dann ist aber auch die Frage, wer kontrolliert diesen Nachrichtendienst und folgt dieser Nachrichtendienst demokratischen Standards oder ist der Nachrichtendienst irgendwas Eigenes, was da läuft, was man immer mal wieder herausholen kann, weil man das ja so gerne braucht. Und bei Sicherheit geht es einfach um das Gefühl von Sicherheit. Wir haben oft das Gefühl von Unsicherheit, weil uns immer wieder gesagt wird, das ist unsicher, das ist unsicher, das ist unsicher. Und da ist Herr de Maizière einer der Großmeister, das im geschickt verklausulierten Nebensatz immer wieder einzubringen. Damit wird Politik gemacht. Und es gibt letztendlich eine Partei, die jetzt auch hiermit steht, die von dieser Angst profitiert. Und diese Gesellschaft braucht weniger Angst und viel mehr Mut. Und innere Sicherheit ist auch ein Punkt für Mut. Wir müssen aufeinander zugehen, wir müssen Menschen integrieren, wir müssen mit unseren Nachbarn reden, wir müssen interessiert sein. Was wollen wir in dieser Gesellschaft? Und dann kann man da auch was verändern. Wenn wir uns alle in unseren Häusern einschließen und am besten noch Waffen kaufen, wie das so manche andere fordern, dann wird das auf jeden Fall kein gutes Ende nehmen. Also zunächst einmal, Angst ist ein... Das bedeutet nur die erste Stufe. Angst ist ein ganz normaler menschlicher Vorgang. Er bewahrt uns davor, das, was wir tun, weiterhin zu tun, weil wir dann mit schlimmen Konsequenzen rechnen müssen. Und wir sollten uns an Fakten orientieren. Wenn Sie sagen oder fragen, dass wir Kameras aufstellen sollen, ich bin kein Fan von Kameras, ich teile die Meinung von Herrn Dahlmanns, dass wir mehr Polizei brauchen, die auch besser ausgerüstet ist, besser ausgebildet ist. Aber aus der Sicht der AfD liegt das Kernproblem eigentlich ganz woanders, denn wir haben ja schon ein gewisses Potenzial an Gefährdern im Land. Und deswegen fordert die AfD keine Grenzschließung, aber zumindest mal eine Grenzkontrolle, damit wir wissen, kommen wir noch zur Migrationspolitik. Wer, das gehört auch zur Sicherheitspolitik, wer in unser Land kommt. Ich will das gerne mal hier zitieren. Es gab nämlich Grenzkontrollen zum G20-Gipfel. Ich lese das mal kurz vor. Bei Grenzkontrollen auf dem G20-Gipfel hat die Polizei nach einem Bericht der Zeitungen der Funke Mediengruppe 673 offene Haftbefehle für Straftaten vollstreckt, die nicht mit dem G20-Treffen von Hamburg in Zusammenhang stehen. Des Weiteren 4.546 illegale Einreisen, 6.125 Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht, 812 Drogendelikte, Waffenfunde, darunter 18 Trommelrevolver mit 300 Patronen und ein Maschinengewehr vom Typ Kalaschnikow mit Munition. Wenn wir uns im Wohnzimmer zurückziehen und uns dort verbarrikadieren, weil wir die Haustür offen lassen, dann ist das höchst irrational. Und wenn Sie jetzt sagen, ich würde mit Angst argumentieren, dann sage ich,
wir müssten diese Angst auch ernst nehmen, denn wir haben die Gefährder im Land. Jetzt kommt noch eine Frage zur Sicherheitspolitik, das wäre unsere letzte Sicherheitspolitik. Dafür hätte ich aber vorher noch mal kurz die Bitte. Ich weiß, Sie möchten alle was sagen, aber uns läuft die Zeit weg und wir haben noch ganz viele Themen. Also bitte ich Sie zu sagen, und dann liest man die Frage vor. Ja, wir beziehen das Ganze jetzt mal aufs Ausland. Wie stehen Sie zu einer Aufrüstungspolitik? Gerade in Zeiten weltweiter Bedrohung durch Syrien, Nordkorea oder Afghanistan, das sind ja nicht die einzigen, in denen Bedrohung wirklich einen hohen Stellenwert hat. Also bitten wir jetzt Sie zu sagen, ich stehe zur Aufrüstung so und so, das und das in kurzen Sätzen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Sie können dieses Mal gehen. Gut, also die AfD steht in gar keinem Fall für Aufrüstung. Wir sind gegen Krieg und gegen jede militärische Auseinandersetzung, es sei denn, es handelt sich um den sogenannten Verteidigungsfall. Was wir fordern, ist, dass wir innerhalb der NATO wesentlich selbstbewusster auftreten. Denn wir möchten nicht, dass die Amerikaner uns in einen Krieg reden oder in einen Krieg schreiben mit Russland. Wir wollen selbst darüber entscheiden, wie wir mit unseren Nachbarn umzugehen haben. Das ist auch unser Recht. Und deswegen sollten wir selbstbewusster auftreten. Denn es sind die Amerikaner, die 90% aller ihrer Soldaten auf ausländischen Stützpunkten haben. Die Amerikaner sind Teil der NATO. Die NATO hat sich über die deutsch-deutsche Grenze 1990 hinweg nach Osten hin ausgedehnt als Verteidigungsbündnis. Und die Amerikaner als Mitglieder der NATO geben 10-mal so viel für Rüstung aus wie die 9 darauffolgenden Staaten zusammen. Aus der Sicht der AfD ist der Aggressor eigentlich klar benannt. Ich bin auch kein Putin-Freund, wie es eben gesagt worden ist. Wir fordern nur, dass wir selbst darüber entscheiden sollen, wie wir mit unseren Nachbarn umzugehen haben, mit den Russen. Das könnten unsere Freunde sein. Dankeschön. Danke. Möchten Sie was dazu sagen? Möchte jeder jetzt, also ich frage das nur mal ganz allgemein, möchte jeder von Ihnen dazu etwas sagen? Ich kann nur für mich sprechen, ich möchte gerne was dazu sagen. Ja, klar. Okay, dann gehen wir einfach die Reihe durch, Herr Merkens. Die Linke steht zur Abrüstung sehr positiv. Wir haben als Partei in unserem Parteiprogramm eine Abrüstung festgeschrieben. Wir sind keinesfalls für eine Aufrüstung. Was wir aber betonen, ist eine besondere Verantwortung und auch eine besondere Position Deutschlands innerhalb der Weltgemeinschaft. Wir sitzen hier in unserem wunderbar reichen Land, sitzen in einem wunderschönen Gebäude und wir sind mitverantwortlich für das, was auf dieser Welt passiert. Es geht letztendlich sehr kleinschrittig los. Fluchtgründe sind Kriege, Fluchtgründe sind Unsicherheiten, Fluchtgründe sind aber auch Hunger, sind Armut und all solche Sachen. Wir sind ein Stück weit dafür mitverantwortlich und wir müssen dafür Lösungen finden. Wir können nicht einfach weiterleben und so tun, oh ja, wir machen die Grenzen dicht, wie von der AfD gesagt wird, wir sitzen in unserem Wohnzimmer und verbarrikadieren uns da, weil wir die Grenzen offen haben. Wenn wir andere Häuser anzünden, müssen wir uns nicht wundern, wenn Menschen halt bei uns wohnen wollen, wenn sie keine eigenen Häuser mehr haben, um das Bild einfach mal fortzuführen. Ein kleines Beispiel dabei, wo unsere Verantwortlichkeit liegt. Es geht ganz einfach los bei unserer Ernährung. 50% der Agrarflächen weltweit werden genutzt, damit unsere riesengroße Tierindustrie, die riesengroße Fabrikhaltung von Tieren funktionieren kann, damit Schweine, Rinder und all sowas für unsere Ernährung in der europäischen, in der westlichen Welt gesichert sind. 50% der gesamten Agrarbetriebe weltweit. Das heißt, es kommt in Afrika, in Südamerika kommt es zum Anbau von Monokulturen, weil die Bauern es sich nicht mehr anders leisten können. Kleine Bauern verdrängt werden, Großbetriebe reingehen. Wir produzieren durch unser Verhalten, durch das, was wir tun, Armut. Wir produzieren dadurch auch Fluchtursachen. Und wir sind ein Stück weit dafür verantwortlich, das irgendwie zu verändern und uns zu fragen, wie wollen wir leben und welchen Teil nehmen wir in dieser Welt ein, ohne unsere Türen abzuschließen. Ich habe diese Kandidatur bekommen, weil ich mit dem Satz geworben habe, mit mir ein Frieden ohne Waffen. Das ist nicht en vogue in meiner Partei, das weiß ich. Wir hatten mal gewaltfrei in unserem Programm stehen, das ist irgendwie mal verschwunden. Ich möchte, dass wir wieder als Friedenspartei wahrgenommen werden und das bedeutet für mich der sofortige Stopp der Rüstungsexporte in
Länder, die von Diktatoren beherrscht werden, da wo Fluchtursachen geschaffen werden. Für mich bedeutet das im weitesten Sinne aber auch den Rüstungsstopp in alle Länder. Und das heißt auch eine drastische Reduktion der Bundeswehreinsätze im Ausland. Wir haben nichts in Syrien verloren. Das muss mit Friedenskräften geregelt werden. Wir haben den Forum Ziviler Friedensdienst, wir haben die NGOs, die sollten wir stärker unterstützen. Und für mich bedeutet das, dass wir hier, es hat mal Franz Josef Strauß gesagt, nicht ich, Franz Josef Strauß hat gesagt, solange noch ein Kind auf der Welt Hunger hat, sollte demjenigen die Hand abfallen, der nochmal eine Waffe in die Hand nimmt. Dankeschön. Ganz kurz von mir, also aufrüsten quantitativ sollten wir auf keinen Fall, dass unsere Bundeswehr qualitativ gut ausgestattet ist, da bin ich sehr dafür, das kostet auch Geld. Was Auslandseinsätze angeht, wir sind dagegen, viele Auslandseinsätze zu haben, nur im Rahmen von irgendwelchen NATO-Geschichten. Wir hatten einen FDP-Außenminister, der dafür gesorgt hat, dass Deutschland nicht in Libyen mitgemacht hat. Also, und auch wir sind auch dafür, ein stärkeres Waffenexportgesetz zu haben. Es kann nicht sein, dass wir Waffen in Krisengebiete exportieren. Danke. Ja, ich kann auch gerne ganz kurz dazu sagen, also ich finde, Auslandsansätze bin ich auch nicht für. Manchmal nicht zu vermeiden. Wenn es nötig ist, müssen wir uns da einbringen. Ja, es ist halt schwierig. Aber mir ist es ganz wichtig, dass wir auch jetzt auf die Sicherheitspolitik eben nochmal zurückzugehen, dass es ganz wichtig ist, dass Bund, Land und Kommunen auch auf europäischer Ebene, dass die Sicherheitsbehörden miteinander arbeiten, um auch vorzubeugen. Und ich glaube, das bringt nichts, wenn wir immer mit den Ängsten der Menschen spielen. Wir haben eine Verantwortung, wir müssen dafür sorgen, dass Sicherheit da ist und dass die Menschen sich wohlfühlen und sich nicht verbarrikadieren müssen, wie die AfD das sagt. Danke. Also es geht um die äußere Sicherheit, vielleicht ein Wort zu Russland. Natürlich fände ich schön, wenn wir freundschaftlich mit Russland verbunden wären, wie das jetzt die Linken und die AfD jetzt schon gerne wollen. Aber ich sag mal, ich hätte mir als jemand, der auch immer geschichtsinteressiert war, Geschichte Leistung mal hatte, nie vorstellen können, dass im 21. Jahrhundert noch ein Land in Europa das Nachbarland überfällt, als Teil seines Territoriums annektiert, an anderen Stelle Raketen, Soldaten in ein Nachbarland hineinschickt. Das ist tiefstes 19. Jahrhundert. Ich dachte, das hätten wir längst in Europa überwunden. Und das macht Russland mit der Ukraine zurzeit. Ich bin da wirklich immer noch unfassbar, finde ich das, was da passiert. Da kann man nicht einfach sagen, ja, aber es ist ein wichtiges Land, irgendwie gute Freunde. Also das muss erstmal geklärt werden, was da passiert, dass es nicht wieder sein kann, dass wir wie früher Länder einander überfallen. Das geht gar nicht und da müssen wir auch hart gegenhalten. Wir haben natürlich, das stimmt, eine Verantwortung für die eine Welt. Das kann man humanitär, christlich begründen. Jedenfalls haben wir sie auch. Und deshalb ist es gut, dass wir Entwicklungshilfe auch nicht nur mehr, sondern auch besser machen. Da haben wir, glaube ich, auch in den 70er Jahren das oft nicht so klug hinbekommen. Ich bin auch der Auffassung, dass es Punkte gibt, wo wir auch in Europa was ändern müssen. Beispielsweise, dass wir die Fische leer fangen vor den Küsten von Afrika und die Fischer dort keine Chancen mehr haben, ist ein Thema, was wir dringend anpacken müssen in Europa, Fischfangquoten, Fischindustrie. Das sind alles Themen, wo wir Verantwortung haben. Aber jetzt mal ehrlich, ist doch Unsinn zu sagen, dass alle Krisen, Konflikte, nehmen wir ein Beispiel Syrien, jetzt da sind, weil die Europäer oder wir Deutschen Fehler gemacht haben. Also offenbar gibt es auch, gerade auch religiöser Fanatismus, Diktatoren vor Ort, die wirklich ihren Bevölkerungen Schlimmes antun. Und da kann man nicht immer sagen, es sind alles wir schuld. Insofern müssen wir da realistisch bleiben. Wir müssen vor allem die Frage auch stellen, warum gibt es überhaupt Staaten? Warum haben wir eine Bundesrepublik Deutschland? Die Staaten gibt es vor allem, um innere und äußere Sicherheit zu gewährleisten. Das heißt, eine Bundeswehr, eine Verteidigungsarmee ist absolut nötig. Und da bin ich ganz übrigens auch sogar mit dem Kanzlerkandidaten der SPD einig, der Schulz, der gesagt hat, die Bundeswehr muss angemessen ausgestattet werden. Deshalb brauchen wir einige Milliarden mehr, um sie gut auszustatten. Man kann auch wirklich nicht von Aufrüstung sprechen. Wir hatten, als ich Abitur machte, hatten wir 500.000 Soldaten in der Bundeswehr, jetzt 200.000. Jetzt brauchen wir vielleicht ein paar Tausend mehr, auch besseres Material. Dafür bin ich, dass wir gut ausgerüstete Soldaten haben. Wenn sie in Auslandseinsatz müssen, aus guten Gründen, sollen sie das beste Material haben, sich auch gut schützen können. Insofern nicht Aufrüstung, aber gute Ausstattung der Bundeswehr ist natürlich absolut wichtig, Kernaufgabe des Staates. Ja, aber aus welchen Gründen sollten sie denn im Ausland eingesetzt werden? Also, es gibt eine Reihe von Fällen, beispielsweise vor der Küste vom Libanon. Schwierige Entscheidung gewesen, sind Marineschiffe unterwegs. Die sorgen beispielsweise dafür, dass da keine Waffen reingeschmuggelt werden können. Da haben die Israelis teilweise uns gebeten oder uns deutlich gebeten, da mitzumachen. Es gibt eine Reihe von anderen Einsätzen, wo es darum geht, auch mit Militär auch Frieden herzustellen.
Es wäre schön, wenn alle Leute sich sozusagen durch gute Worte überzeugen lassen würden. Aber es gibt Situationen, wo auch diese Einsätze nötig sind. Ausbildung von Kurden, von kurdischem Militär beispielsweise im Nordirak. Die haben von uns Waffen bekommen, um sozusagen das Morden an den Jesiden, auch an manchen Christen oder auch an Kurden verhindern zu können. Und ich habe hier vor Jahren Rupert Neudeck eingeladen. Der ist leider vor einem Jahr, glaube ich, gestorben. Viele kennen den vielleicht noch vom Namen hier. Gründer von Kappa Namur. Und der ist ein Pazifist, wie er selber sagt. Aber er hat trotzdem beispielsweise dafür, dass in Kurdistan zum Beispiel Militärhilfe reingegangen ist, weil er gesagt hat, ich habe persönlich zwar eine pazifistische Haltung, aber ich kann nicht verantworten, dass wegen dieser Haltung Menschen dann sterben müssen. Insofern kann man auch mit einem pazifistischen Grundansatz sogar, den ich jetzt gar nicht für mich reklamieren würde, auch an bestimmten Punkten Einsätze zum Schutz von Menschen, auch im Ausland, für richtig halten, wenn wir die Verantwortung haben für die ganze Welt. Dann können wir das nicht nur durch Entwicklungshilfe erledigen, dann müssen wir manchmal auch mit Militär helfen. An dem Punkt zu sitzen. Herr de Maizière verbietet die YPG, die PKK, die kurdischen Befreiungsgruppierungen Nordirak, Türkei und so weiter, liefert aber dann der deutsche Staat an die YPG, also an die kurdischen Peschmerga und so weiter, Waffen, damit sie sich gegen den IS verteidigen können. Wenn man dann sagt, das ist eine verantwortungsbewusste oder verantwortungsvolle Außenpolitik, entweder sagt man, das ist gut, wir unterstützen die demokratischen Kräfte, weil die YPG ist eine demokratische Kraft, und dann sind aber auch ihre Symboliken hier in Deutschland erlaubt, oder aber man sagt, das ist eine terroristische Vereinigung, da wollen wir nichts mehr zu tun haben, aber dann schickt man auch keine Waffen darunter. Also ich könnte noch kurz was dazu sagen, nur dass beides Kurden sind, heißt nicht, dass sie auch politisch gleich denken. Wir haben die PKK, die ist in der Tat ist eine Terrororganisation in Europa, auch in anderen Staaten so behandelt. Und wir haben dort kurdische Peschmerga, sind in der Tat beides Kurden. Aber jetzt rein ethnisch oder rein rassisch das zu betrachten, das finde ich, sollte man bewunden haben, finde ich. Habe ich nicht getan, aber während in Ihrer Partei... In zwei verschiedenen Organisationen. Habe ich nicht getan, aber während in Ihrer Partei eher andere Migrantenverbände unterwegs sind, sind bei der Linken tatsächlich eher die kurdischen Verbände unterwegs, und ich weiß da schon sehr genau, wen ich da vor mir habe und was ich sage. Gut, vielen Dank. Also, tut mir leid, wir müssen jetzt hier... Genau, wir müssen, klar, ich weiß, da gibt es viel Diskussionsbedarf und natürlich auch Unterschiede, aber... wir müssen natürlich eingreifen, weil es auch noch viele andere Themen gibt, in der sich auch andere Parteien noch melden möchten und auch unterscheiden. Nur mal kurz gesagt, Digitalisierung werden wir rauslassen, weil wir einfach von der Zeit her das jetzt nicht schaffen und wir die anderen Themen eindeutig noch wichtiger finden. Okay, gut, dann kommt jetzt nämlich noch ein Thema, was auch zu Diskussionen wahrscheinlich führen wird. Wir fangen jetzt mit der Migrationspolitik an. Und da setze ich direkt erstmal meine erste Frage an Sie, Herr Hexgen, weil natürlich auch bekannt ist, dass Sie ein paar andere Vorstellungen haben. Und zwar ist Ihre Partei bekanntlich auch gegen Angela Merkels Flüchtlingspolitik oder die aktive Flüchtlingspolitik gerade. Was halten Sie denn jetzt auch, kurz gesagt, wie gesagt, keine Zeit dafür, was halten Sie von den Entwicklungen, die es gab, und was hätten Sie eigentlich anders gemacht? Ja, also in den letzten Jahren, speziell ab dem Jahr 2015, wurde Deutschland quasi mehr oder weniger geflutet mit Menschen aus einem fremden Kulturkreis. Und es wurde kein Unterschied gemacht, ob es sich tatsächlich um Flüchtlinge handelt, um Migranten oder um Gefährder. Das stellt sich jetzt erst raus, nachdem diese ganzen Menschen bei uns im Land sind. Und wir müssen uns fragen, ob wir tatsächlich, wie eben schon erwähnt, Grenzkontrollen durchführen und ob wir längerfristig auch ein sogenanntes Migrationsgesetz brauchen, um uns natürlich auch diejenigen Menschen auswählen zu dürfen, die wir tatsächlich in Deutschland brauchen, und zwar gekoppelt an Bedürfnisse der Wirtschaft. Das ist nichts Niederträchtiges, das macht Kanada, das macht Australien, das ist da gang und gäbe, und das könnten wir Deutschen auch machen, das wäre auch vollkommen legitim. Was Migranten betrifft, die in Deutschland sind, die müssen wir natürlich ausbilden, soweit sie willig sind, eine Ausbildung anzufangen. Und wenn sich diese Ausbildung dann auch mit der Wirtschaft unter einen Hut bringen lässt, dann kann man natürlich überlegen, ob man diese Menschen dann natürlich auch hier in Lohn und Brot bringt. Aber wenn sich jemand weigert, den Sozialstaat ausnutzt, diese Fälle gibt es, dann müssen wir diese Menschen
abschieben, weil wir sonst den Sozialstaat zerstören, wenn diese Politik weiter anhält. Diese Politik mit offenen Grenzen verträgt sich nicht mit einem Sozialsystem. Irgendwann ist die Grenze erreicht, dann zerstören sie es. Und das kann auch nicht im Sinne von Herrn Merkens, von der Linken sein, dass das Sozialsystem quasi vernichtet wird. Das ist auch nicht im Sinne von Herrn Dr. Krings. Ja, vielen Dank. Haben vielleicht die anderen Parteien noch Fragen an Herrn Hexken deswegen? Also uns ist klar, dass viele von Ihnen da eine andere Sicht drauf haben, aber haben Sie Fragen an Herrn Hexken oder irgendeine Kritik? Ja, ich würde ganz gerne mal das Vokabular ein bisschen in Frage stellen. Wir werden nicht geflutet. Also Flut. Ich habe gesagt in Anführungszeichen, ja, das ist, man kann sich aber über Worte streiten. Nein, der AfD gibt ganz viele Anführungszeichen, das habe ich schon gemerkt. Ja, ja. Aber ja. Fluten heißt doch eigentlich, dass eine Katastrophe kommt. Ja, 1 Million Menschen unkontrolliert in ein Land, unkontrolliert. Flüchtlinge gemischt mit Migranten und Gefährdern. Ja, Sie haben Australien und Kanada erwähnt. Australien schickt die Leute entweder nach Neuguinea auf eine Insel oder sie schicken die Boote zurück ins Meer. Wenn Sie das wollen, müssen Sie das klar sagen. Wir können nicht die Boote und die Menschen dort absaufen lassen im Mittelmeer. Die sind einmal auf dem Wasser. Und die NGOs leuchten nicht mit Taschenlampen. Hier sind wir, kommt bitte rüber. Das ist dummes Zeug. Ja, wenn sich eine Mutter... Lassen Sie mich ausreden. Ja. Sie haben eben gesagt, Sie sind Vater zweier Kinder. Wenn sich eine Mutter mit einem Kind... Eine Tochter habe ich. Wenn sich eine Mutter mit einem Kind auf den Weg macht, weil sie in den libyschen Aufnahmelagern mehrfach vergewaltigt und gefoltert wird, dann muss so viel passiert sein und die gehen in ein Schlauchboot, haben Schwimmwesten mit Tempotaschentüchern gefüllt, statt mit überlebenden Luftpolstern und das Schlauchboot hat kein Ruder, denen wird gesagt, das Mittelmeer ist wie ein Fluss, fahrt mal los und das läuft schon. Dann ist das absolut zynisch, was Sie jetzt hier gesagt haben. Good. Sie haben durchaus recht, die Geschichte geht ja weiter. Wir müssen uns um die Fluchtursachen kümmern, aber vor Ort. Wir müssen dort Camps für die Leute, die auf der Flucht sind, errichten und eben diese Überfahrt über das Mittelmeer oder die Reisen über andere Routen unterbinden. Wir müssen den Menschen vor Ort helfen mit entsprechenden Programmen. Notfalls mit Gewalt, hat man ja nein, aus Ihrer keiner, Partei keiner. Auch gehört. Ja, ja. Ja, was heißt notfalls mit Gewalt? Wer hat das Flüchtlinge denn gesagt? Schießen, Beate von Storch. Das, was da möglicherweise aus dem Kontext gerissen worden ist, ach so, ja. Also ich gehe jetzt steht im deutschen Gesetz. Es ist deutsches Gesetz, dass notfalls von der Waffe gebraucht gemacht werden kann. Das hat nicht die AfD da reingeschrieben. Ja, also, das haben andere Parteien per Gesetz formuliert. Wir wissen, also. Das sind große Unterschiede. Allerdings wollten wir jetzt nicht, dass Sie hier gegenseitig auf sich feuern und das nicht aufhört, weil wir haben auch noch andere Fragen. Wir haben keine Zeit, ja, ich weiß nicht. Ja. Wir möchten so ist es leider. Vielleicht möchte ich dazu was sagen. Es ist schwierig, von mir als einem linken Menschen zu erwarten oder darum zu bitten, dass ich einer in Anführungszeichen rassistischen politischen Partei Fragen stellen soll. Das möchte ich nicht. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt einfach noch mal kurz zur nächsten Frage. Und zwar, wie gesagt, wir haben jetzt schon viele Migranten hier in Deutschland, auch aus muslimisch geprägten Ländern. Inwiefern gehört der Islam für Sie zu Deutschland? Was finden Sie gut? Was möchten Sie akzeptieren? Was wollen Sie von der Kultur mit in Deutschland aufnehmen? Sie dürfen sich jetzt äußern, wer möchte. Sie können gerne anfangen. Ich kann ja gerne mal anfangen. Also, dass der Islam schon lange in Deutschland angekommen ist, ist einfach eine Tatsache. Und ich bin der Meinung, alle Menschen, die hier leben, müssen auch ihr Gemeindeleben ausleben können. Und insofern gehört der Islam natürlich zu Deutschland, weil wir haben islamische Gemeinden hier, wir haben auch ganz viele andere Gemeinden, wir haben auch nicht nur die katholische und die evangelische Kirche, wir haben auch viele Freikirchen in Deutschland. Und all das gehört zu unserem Leben in Deutschland dazu. Ich möchte noch was kurz sagen, also ich mag diese Untertöne nicht. Wenn es um Integration geht, dann geht es mir darum, all diesen Menschen, die hier sind, eine Möglichkeit zu geben, sich zu integrieren, hier die Füße auf die Erde zu kriegen.
Und da gehört für mich auch ein Einwanderungsgesetz dazu, aber nicht mit diesen bösen Untertönen, die da von der einen Seite gekommen sind. Und es gehört auch für mich dazu, dass Ausbildungen anerkannt werden, die die Leute mitbringen. Also zu akzeptieren, auf Augenhöhe mit Leuten zu reden. Wenn jemand in Syrien ein Haus bauen konnte, dann kann der auch hier ein Haus bauen. Wir müssen vielleicht ein paar Weiterbildungskurse machen in der Sprache und wie wir hier unser Baurecht haben und so weiter. Aber der ist in der Lage, das perfekt zu machen. Der kann sogar Beton noch mit der Schippe zusammen herstellen, ohne einen Rührapparat dafür zu haben. Also wir müssen einfach mal akzeptieren, dass Menschen, die aus dem Ausland kommen, auch wenn sie keine Berufsausbildung nach unserem Standard haben, durchaus in der Lage sind, uns hier zu unterstützen, hier ihr Leben zu gestalten. Und das ist wichtig, meiner Meinung nach. Bist du dran? Kann ich? Achso, ja. Also gut, ich finde, dass wir immer dann fragen, gehört Islam zu Deutschland? Ich finde diese Frage einfach daneben. Es sind Menschen, die hier sind, und da ist die Religion für mich zweitrangig. Ich denke, die Religion gehört jedem Menschen, der kann damit umgehen, wie er will. Ich muss es niemandem überstülpen. Ich lebe jetzt seit fast 48 Jahren in Deutschland, und seitdem ich hier bin, kämpfe ich für Integration. Ich frage mich, was ist Integration? Wo fängt die an, wo hört die auf? Ich glaube, ich kann das auch an meinem Beispiel sagen. Ich bin mit 8 Jahren nach Deutschland gekommen, bin mit 18 halbwaise geworden, weil mein Papa gestorben ist. Ich war erst 10 Jahre in Deutschland. Ich musste mit einem fremden Land zurecht. Ich habe wunderbare Menschen um mich gehabt, die mich unterstützt haben, die mich auf dem Weg begleitet haben. Da war das uninteressant, welche Religion ich habe. Die haben mich als Menschen gesehen. Aber so nach und nach, und es entwickelt sich leider Gottes immer mehr dahin, dass man die Menschen unterscheidet nach Religion, nach Hautfarbe, nach Aussehen. Ich glaube, davon müssen wir weg. Unser Ziel muss es sein, der Mensch, so wie er ist, egal welche Herkunft, welche Religion, woher er kommt, dass er dazugehört. Und Integration funktioniert, wenn man eine Chance gibt. Ich habe die Chance bekommen, ich habe sie genutzt. Ich bin jetzt hier im Deutschen Bundestag, kann für das Land, in dem ich lebe, in dem ich arbeite, das ist mein Zuhause, mich einbringen. Und ich finde diese ganzen Diskussionen, die wir dazu führen, zum Thema Integration, wirklich nervig. Ich habe das immer wieder versucht, und ich finde das auch auf Bundesebene ganz schlimm, wenn wir zu Themen, was Integration angeht, diskutieren. Sei es das kommunale Wahlrecht, sei es das doppelte Staatsbürgerschaft. Ich finde, wir müssen es einfach schaffen, den Menschen, so wie er ist, zu akzeptieren. Mit allen Rechten und Pflichten müssen sie integriert werden, und das klappt dann. Lassen Sie uns das anpacken, auch auf Bundesebene. Und ich glaube, ich gucke gerne auch auf meine rechten Seite, weil es ist unser Koalitionspartner. Wir haben in der Integrationsdebatte ganz unterschiedliche Sichtweisen. Ich denke, wir haben eine Verantwortung gegenüber diesem Land und gegenüber allen Menschen, die hier sind. Sie leben alle rechtmäßig hier, sie haben einen rechtmäßigen Aufenthalt. Und diese Diskussion, diese Ausgrenzung, ich muss ehrlich sagen, hängt mir langsam zum Halse raus. Also packen wir es an, lassen Sie uns gemeinsam unser Land, unsere Zukunft gestalten. Ich kann da gleich dran anknüpfen, weil ich mit dem zentralen Punkt vollkommen übereinstimme. Ich glaube, dass so ein Satz, gehört der Islam zu Deutschland, gehört der Buddhismus, der Hinduismus zu Deutschland, da kommen wir, glaube ich, heute nicht mehr wirklich mit weiter. Was zu Deutschland gehört, ist die Religionsfreiheit. Und da kann man drauf stolz sein, dass jeder seine Religion hier leben kann, dass er zu einer Kirche, Synagoge, Moschee gehen kann. Und das unterscheidet uns auch von anderen Ländern, nur ein Beispiel Türkei unter Erdogan. Da gibt es praktisch keine Religionsfreiheit, werden Christen verfolgt zum Beispiel. Und deshalb sollten wir das betonen. Religionsfreiheit bestimmt uns in Deutschland, auch viele andere Freiheiten. Und das macht uns aus, nicht ob eine bestimmte Religion in irgendeiner Art und Weise besonders zu Deutschland gehört und andere weniger zu Deutschland gehören. Erste Bemerkung. Zweiter Punkt, Integration. Das hängt mit der Gesellschaft zusammen. Wir hätten die Flüchtlingskrise nie so gut gemeistert, wenn nicht so viele Ehrenamtler gekommen wären und mitgeholfen hätten. Ja? Mal sagen, der Staat allein kann das auch nicht alles leisten. Was der Staat aber kann und tut, auch unabhängig von der Flüchtlingskrise, auch vorher schon, wir bieten beispielsweise Integrationskurse an, wir bieten die nicht nur an, die sind sogar verpflichtend zu besuchen. Das sind 600 Stunden Spracherwerb, 100 Stunden Lernen unserer Regeln und Werte. Gerade für Erwachsene, die zu uns kommen, ältere Menschen, ganz wichtig, weil sie keine Schule mehr besuchen in Deutschland. Und das finanziert der deutsche Steuerzahler. Eine gute Sache. Viele andere Länder sagen, das ist nicht mein Problem. Briten würden wahrscheinlich sagen, Englisch hat man irgendwie zu können. Das sollte man selbst lernen. Wir sagen, nein, wir helfen da. Wir bieten die Kurse an, organisieren das, sogar hier vom Bundesinnenministerium, finanzieren das, weil es auch für uns als Gesamtgesellschaft erstmal gut ist, wenn wir alle die gleiche Sprache sprechen, alle Deutsch sprechen. Dann kann der nächste Schritt erfolgen, das Thema Arbeit. Das wird wahrscheinlich gar nicht so einfach sein. Das Problem ist, dass beispielsweise man kann vielleicht mit der Schippe noch Beton zusammenschütten, Zement zusammenschütten.
Aber es gibt halt wenig Bauunternehmen, die das noch so machen. Das heißt, viele müssen da, der Damans recht, nachqualifiziert werden. Auch da gibt es super Angebote von der Arbeitsagentur. Insofern ist das auch eine Chance, einen Teil unseres Fachkräftemangels, einen Teil damit zu bewältigen. Und am Ende einer Integration, einer guten Integration, steht dann die deutsche Staatsbürgerschaft, setzt natürlich voraus ein gewisses Wissen über unser Land und Bekenntnis auch zu unseren Regeln und grundlegenden Werten. Und das ist ein Weg, den wir, glaube ich, gut gehen. Und aus dem Grunde sehe ich, dass wir da eigentlich gar nicht schlecht aufgestellt sind beim Thema Integration, das zusammen für alle Menschen hinzubekommen. Tut uns jetzt leider leid, wir sind jetzt leider an dem Punkt angekommen, an dem wir eigentlich die Zuschauerfragen machen. Ich hoffe, das stört Sie jetzt nicht, wenn Sie jetzt nicht noch zu der Frage was sagen könnten. Wir mussten jetzt auch schon ziemlich viele Fragen rausstreichen, aber ich denke, wir haben schon ziemlich wichtige Themen angesprochen. Das heißt, ich gebe jetzt das Steuer an euch. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, die Fragen zu stellen, die ihr wollt. Möglichst so, dass relativ viele Fragen auch verteilt an alle Parteien geht, dass jeder hat was zu sagen. Ja. Okay, also ihr könnt auch zeigen. Da oben ist doch schon eine Frage. Ich würde sagen, ja, das können wir direkt. Ja. Und auf die linken Frage. Ist das Ding überhaupt an? Ja. Ja. Okay. Ich bin Besata Schale. Ich mache momentan ein Praktikum hier. Ich bin eine Lernstudentin für Englisch und Spanisch. Und ich wollte wissen, ich bin noch, also eigentlich überzeugt, aber noch ein bisschen unentschlossen. Und ich wollte fragen, wie Sie mich überzeugen möchten. Wer denn? Alle. Ich glaube, sie alle. Alle. So, das ist jetzt eine ziemlich große Frage. Ich würde sagen, Sie haben alle zwei oder drei Sätze, wirklich nur zwei, drei Sätze, um wirklich zu sagen, wählt mich deswegen. Okay, so wer hat denn heute noch nicht angefangen? Herr Walter, Sie haben noch nicht angefangen. Gut, dann fange ich an. Als Lehrer. Warum sollen Sie mich wählen? Ja, das ist eine ganz einfache Geschichte. Im Deutschen Bundestag ist Hans-Christian Ströbeler ausgeschieden, der Einzige mit dem Direktmandat, der Einzige, der immer mit der Linken Nein gesagt hat, wenn es um Militäreinsätze geht, und den möchte ich gerne ersetzen. Dankeschön. Ja, also, dann bin ich jetzt dran, okay. Sie sind irgendwie aus Spanien hergekommen, oder habe ich das richtig verstanden? Kosovo. Auf jeden Fall aus einem anderen Land hierher gekommen, und ich bin der Meinung, wir sollten allen Menschen, die zu uns kommen, Chancen geben, hier ihr Leben aufzubauen. Das fängt halt eben mit sofortigem Schulbesuch an. Das muss sofort möglich sein, egal wo man gerade hergekommen ist. Das ist nicht in allen Bundesländern der Fall zurzeit. Und diese Chancen zu geben, den Menschen, die hierher kommen, das ist die Zukunft für Deutschland. Weil wir brauchen Menschen, die zu uns kommen, die gewillt sind, unser Staatssystem zu akzeptieren und mit uns zu leben. Und deswegen würde ich sagen, FDP wählen und die Chancen für alle Menschen zur Verfügung zu stellen. Frau Lüxel? Ja, sehr gerne. Ich bin in die Politik eingetreten, weil ich gerne wollte, dass auch eine Stimme der Mehrheitsgesellschaft sich wiederfindet. Das ist sehr schwach. Es kommt schon Mikro. Danke. Und das würde ich. Ja, jetzt. Es ist immer schwierig. Jetzt kann man es hören? Ja, geht? Okay. Also, ich möchte gerne eine Stimme im Deutschen Bundestag, die Stimme von Ihnen, von euch sein, weil es ganz wichtig ist, dass wir unterschiedliche Sichtweisen im Bundestag vertreten haben. Wir haben sehr viele Lehrerinnen, wir haben sehr viele Beamten, und ich bin halt ein Kind aus der Arbeiterfamilie, ich war auch selbstständig. Also, ich habe sehr viel hinter mir, dass ich sage, ich kann schon die Stimme der Mehrheitsbevölkerung im Bundestag vertreten. Und das würde ich sehr gerne weitermachen und hoffe, dass Sie dann auch uns unterstützen. Soll ich machen? Also ich will es kurz machen, sonst ist es unfair für die anderen nachher, die Fragen stellen wollen. Ich glaube, ich bin erfahren im Bundestag, seit 15 Jahren dabei, kann mich da, glaube ich, gut einsetzen für die Belange von Mönchengladbach, Breitband, Ausbau, Verkehrsanbindung. Bin da ganz gut vernetzt, aber noch wichtiger, ich bin noch neugierig genug auf neue Themen, auf neue Herausforderungen für Deutschland, und deswegen bitte ich um die Stimme. Ja, die AfD ist ja für den Ausstieg aus dem Euro, weil es ja tatsächlich so ist, dass südeuropäische Staaten in einer Währung zum Beispiel nicht mit Deutschland konkurrieren können, weil sie schlechte Produktionsanlagen haben und eben nicht so günstig produzieren können wie Deutschland. Sie haben eine schlechte Produktivität. Sie können, weil sie sich im Euro messen müssen,
nicht mehr ihre eigene Währung abwerten. Deutschland exportiert Arbeitslosigkeit nach Südeuropa. Es ist schwierig zu werben, zu sagen, wählt mich, weil ich bin der Beste und keine Ahnung was, das liegt mir nicht. Ich bin damals in die Linke eingetreten, weil es für mich die Partei war, mit der ich am ehesten meine Vorstellung einer sozialen Gerechtigkeit hätte verwirklichen könnte. Und dafür ist das, wofür ich stehe, das ist das, wofür ich kämpfe und das ist das, wofür ich auch in Berlin kämpfen würde, wenn ich denn gewählt werden würde. Gut, dann danke für die Antworten. Sie haben bestimmt den einen oder anderen überzeugt. So, dann könnt ihr noch mehr Fragen stellen. Ibi. Das ist übrigens unser Schulsprecher. Meine Frage an Herrn Walter ist ja, im Moment ist ja Bildung Ländersache und Sie sind ja auch an der Grundschule gewesen. Denken Sie, dass der Bund viel mehr Aufgaben der Bildungspolitik übernehmen soll? Das kann er, wenn wir das Kooperationsverbot wieder aufheben. Das heißt, dass der Bund auch nicht nur Schulen im Ausland fördern kann, sondern auch im Inland. Das ist eigentlich eine Farce, dass das nicht geht. Das müssen wir wieder aufheben. Und dann haben wir auch festgeschrieben, dass wir in den nächsten 5 Jahren 14 Milliarden investieren wollen in vernünftige Kitas, in die Grundschulen, in die Gesamtschulen und weiterführenden Schulen, damit dort wieder vernünftig gearbeitet werden kann. Wir wollen kleinere Klassen haben, wir wollen kleinere Kita-Gruppen haben. Sie wissen, dass bei der U3-Betreuung zum Beispiel also 3 Kinder für eine Erzieherin und vor allen Dingen, mir ist immer ganz wichtig, dass diese Berufe auch ganz anders akzeptiert und anerkannt werden. Das kann nicht jeder. Ich will mich da jetzt nicht selbst loben, aber das kann wirklich nicht jeder. Und das müssen wir den Erziehern und den Lehrern auch mal überlassen oder den Erzieherinnen überlassen, dass die da eine gute Arbeit leisten. Und da kann der Bund sehr, sehr viel tun. Mich würde auch mal die Meinung von Herrn Dr. Krings auch mal dazu interessieren, vor allem das Kooperationsverbot. Gerne. Also ich höre mal Kooperationsverbot, dass der Bund nicht helfen kann. Wir haben gerade Bundesmittel in Höhe von 25 Millionen Euro für Gladbacher Schulen weitergeleitet bekommen durch das Land. Also das Geld kommt vom Bund. Also offensichtlich haben wir jetzt Möglichkeiten geschaffen, dass der Bund unterstützen kann. Das geht also schon. Nicht in allen Bereichen, das ist richtig, weil ich bin auch ein Fan davon, dass auch jede staatliche Ebene selbst auch noch eine eigene Verantwortung behält. Der Kern der Schulkompetenz soll beim Land bleiben. Es kann doch nicht sein, dass wir sozusagen alles mit einem Zuständigkeitsmischmasch versehen, anstatt mal dafür zu sorgen, dass die Länder so ausreichend Finanzmittel haben, dass sie ihre eigene Aufgabe auch selbst erfüllen können. Wir haben jetzt gerade die Bundestagswahl vor der Tür. In ein paar Jahren gibt es wieder Landtagswahl. Was soll ich denn Ihnen dann sagen, wenn Sie mich fragen, warum soll ich zur Landtagswahl gehen, wenn da nichts mehr zu entscheiden ist? Also ich bin sehr dafür, der Bund kann helfen, tut das auch jetzt schon, wird es auch weitermachen, auch im Hochschulbereich. Aber die Länder müssen so viel Geld haben, dass sie im Kern diese Aufgabe Lehrerfinanzierung auch selbst hinbekommen und dafür das ausreichende Steuergeld auch haben, damit auch dann klar ist, dass bei der Landtagswahl schwerpunktmäßig um Schulpolitik entschieden wird und bei der Bundestagswahl schwerpunktmäßig über andere Dinge. So sieht Föderalismus aus und so sieht auch Demokratie aus, dass man auch weiß, wen man für irgendwas wählen oder abwählen kann. Da ist ein Arm, ich weiß nicht. Ja, mehr. Ja, hallo erstmal. Mein Name ist Merve Aslan, ich bin 17 Jahre alt und gehe seit fast 8 Jahren auf diese Schule. Ich habe einen türkisch-syrischen Migrationshintergrund und absolviere nächstes Jahr hoffentlich mein Abitur. Und ich glaube, Sie werden sich nicht wundern, aber ich habe hier an dieser Stelle eine Frage an den Herrn Hexgen. Und zwar haben wir nach gemeinsamer Recherche mit unserem SOWI-Kurs festgestellt, dass Sie in Ihrer Sicherheitspolitik, ich zitiere das jetzt, auffällige Moscheen schließen möchten. Und da wäre meine Frage an Sie an dieser Stelle, was sind denn für Sie auffällige Moscheen und was möchten Sie denn machen, um diese zu schließen? Und wieso möchten Sie diese schließen? Ja, es geht natürlich darum, was dort in den Moscheen passiert. Wenn es um den Islam geht, und die Frage ist ja eben gestellt worden, ob der Islam zu Deutschland gehört, dann gehören natürlich die Muslime zu Deutschland und wir stehen natürlich auch für Religionsfreiheit. Aber gerade der Islam trennt Politik und Religion nicht. Und das lässt sich nur schwierig hier in Deutschland vermitteln, weil es in Deutschland nicht so ist, dass quasi in der Politik die Kirche so involviert ist wie im Islam. Also wir sind daran interessiert,
was dort gepredigt wird. Und das ist aus unserer Sicht teilweise bedenklich. Dankeschön. Da hätte ich noch eine anschließende Frage und dann würde ich das Mikrofon auch weitergeben. Ich bin mir sicher, andere Mitschüler haben auch noch Fragen. Oh. Waren Sie denn jemals in einer Moschee? Nein, ich war... Können Sie mich hören? Ich persönlich war noch nicht in einer Moschee. Wissen Sie denn, was gepredigt wird? Ich persönlich habe diese Erfahrung nicht gemacht. Wir haben ein Programm, wir haben auch einzelne Fachausschüsse, die sich darum kümmern. Wir haben ein gutes Programm, das ist sehr voll. Dieses Thema ist nicht mein Thema. Und es findet sich auch nicht jedes AfD-Mitglied in jedem Thema hundertprozentig wieder. Das haben Sie, glaube ich, in jeder Partei. Also nicht jeder steht 100% zu dem, was im Programm steht. Diese Erfahrung müsste ich noch machen, aber ich vertraue der AfD soweit. Alles klar, danke schön. Bitte. Ja, da hinten ist ja noch eine Frage. Ich würde sagen, dahin können wir das mal weitergeben. Das wäre ungefähr unsere vorletzte Frage. Also ich habe eine Frage an Herrn Krings zu der Sicherheitspolitik. Nach meinem Wissen sind Sie für die Bundeswehr im Inland und ich wollte fragen, was Sie damit erreichen wollen. Also glauben Sie, die Sicherheit steigt oder auch das Sicherheitsgefühl unter den Menschen, weil ich glaube eher, dass die Panik dadurch größer wird? Also ich bin nicht generell für die Bundeswehr im Inland, von daher ist es gut, dass man es klarstellen kann, weil die Polizei hat innere Sicherheit zu garantieren oder jedenfalls dafür zu sorgen, dass wir eine bestmögliche innere Sicherheit bekommen. Die Bundeswehr hat Aufgaben im Äußeren. Das ist eine klare Trennung. Aber es gibt natürlich bestimmte Bereiche, wir haben beispielsweise in München einen Amokfall gehabt, wo einfach sozusagen in kurzer Zeit wahnsinnig viel auch Sicherheitspersonal, wenn es auch nur zur Absperrung einer Straße ist oder um wirklich präsent zu sein, gebraucht worden ist. Dann hat man sogar aus Österreich Polizisten geholt. Ich finde, in so einem Fall könnte man sozusagen für wenige Stunden, vielleicht für wenige Tage unter dem Kommando der Polizei in solchen Fällen aushelfen lassen durch die Bundeswehr. Und ich will ein anderes Beispiel nennen, was groß durch die Medien ging. Renegade-Fall kennen sozusagen die Experten. Was ist sozusagen, wenn, ich will mal ein anderes Beispiel wählen, als wir sonst oft zu hören, eine Drohne mit Sprengstoff auf ein Gebäude, auf ein Stadion zufliegen sollte. Ich weiß nicht, ob das so realistisch ist, aber es ist nicht auszuschließen. Dann bräuchten wir eine Möglichkeit, diese Drohne zu stoppen. Ja? Und im Zweifelsfalle braucht man vielleicht auch Luftwaffenfähigkeiten dafür. Und dann auch jetzigem Rechtsstand ist das praktisch unmöglich. Das Grundgesetz lässt sogar zu, dass die Bundeswehr diese Drohne abfängt durch einen Abfangjäger. Aber jetzt kommt's, die jetzige Verfassungslage sagt, dazu braucht es einen Kabinettsbeschluss. Also jetzt könnt ihr euch vorstellen, die Drohne ist unterwegs, hat vielleicht 10 Minuten Zeit, jetzt soll das Bundeskabinett zusammenkommen, um das zu beschließen. An diesem punktuellen Punkt, beispielsweise Luftwaffenfähigkeit, wenn sie im Einzelfall gebraucht werden, natürlich brauchen wir keine Polizeiluftwaffe aufbauen, sondern da kann die Bundeswehr helfen. Oder in großen, furchtbaren Ereignissen, Amokläufen, wo man wirklich kurzfristig Unterstützung braucht, da kann die Bundeswehr eintreten. Ich bin nicht dafür, dass im Alltagsgeschäft die Bundeswehr das macht, was beispielsweise in Frankreich in der Tat die Armee macht, wenn dort sozusagen die Terroranschläge, als sie passierten in Frankreich, in Paris, war selbst ein paar Tage später dort, standen überall auch Soldaten herum. Das ist nicht meine Perspektive. Ich bin der Auffassung, Polizei innere Sicherheit, Bundeswehr äußere Sicherheit, aber man darf sie schon gegenseitig unterstützen. So, jetzt kommt noch unsere letzte Frage, für die wir ungefähr 2 Minuten Zeit haben, aber ich glaube, das ging hin. Hans. Hallo, ich bin Hans Schmidt und Herr Hexten, ich habe eine Frage an Sie. Wir sind eine Schule ohne Rassismus, eine Schule mit Courage. Das steht auch vorne in der Schulstraße. Meine Frage an Sie ist, wie erhoffen Sie sich hier Wähler zu gewinnen? Mit der Realität, die wir draußen sehen und erleben. Jetzt können Sie sagen, wir sind Rechte, die versuchen Angst zu machen, aber ich wiederhole nochmal. Angst ist ein ganz normaler menschlicher Vorgang, der uns davor warnt, das weiter zu tun, was wir zurzeit tun. Wenn wir für eine recht konservative Haltung, zum Beispiel Grenzkontrollen, stehen, dann ist daran überhaupt gar nichts Verwerfliches, denn das machen andere Staaten auch. Uns da zum Beispiel jetzt Rassismus vorzuwerfen, wäre grotesk, um mal ein Beispiel zu nennen. Okay. Ja.
Gut, dann wären wir jetzt durch mit unseren Fragen. Ich hoffe, die meisten eurer Fragen wurden beantwortet und ich hoffe, Sie sind auch zufrieden. Es tut mir leid. Ja, und ich hoffe, für Sie war diese Podiumsdiskussion auch kein schlechtes Erlebnis. Und dann haben wir noch ein paar kleine Sachen für Sie. Eine Sekunde. Marlin, du hast was vergessen. Also, wir machen am Ende jetzt nochmal so, dass Sie, wir haben für jede Partei von Ihnen einen Satz und den würden wir gerne vervollständigt haben. Und jetzt wirklich halt nur den Satz vervollständigen. Wir wissen alle, ja, ich weiß, ich sage es immer, es ist jetzt so, als ob ich es immer wieder sagen würde, aber wir haben halt wirklich wenig Zeit. Ja, ich fange einfach mal direkt hier an bei der CDU. Den 24.09. um 18 Uhr stelle ich mir wie folgt vor. Ich komme mit meinen Parteifreunden zusammen und vielleicht anderen Bürgern und wir gucken gebannt auf das Wahlergebnis. Dankeschön. Dann an die SPD. Mein herzensanliegendes Vorhaben, wenn ich nochmal in den Bundestag komme, ist? Für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, dass die Menschen sich wirklich in Deutschland wohlfühlen. Dankeschön. Dann an die Grünen. Wenn ich in den Bundestag einziehe, dann? Freue ich mich wahnsinnig, dass es geklappt hat. An die FDP, eine mögliche Koalition mit der CDU? Jetzt kommt's. Ist möglich, das entscheidet der Wähler, ob das eine mögliche Koalition ist. Okay, danke. An die Linke, koalieren würde ich mit? Ja, schön. Muss ich jetzt auch noch eine Koalitionsaussage machen. Am ehesten möglich wäre es in der Tat in Richtung der Grünen, wie ihr gerade von dem Peter Walter gehört habt, wo es auch mit Hans-Christian Ströbele Übereinstimmung gab, aber auch mit der SPD. Ob ich das dann am Ende so tun würde, hängt immer davon ab, wie man sich zu Hartz IV entscheidet. Und zuletzt an die AfD. Ich verspreche mir von der Bundestagswahl 2017 Folgendes. Ich verspreche mir von der Bundestagswahl einen großen Erfolg für die AfD, und zwar, dass wir endlich mal wieder eine vernünftige Opposition im Bundestag haben, die auch mal richtig Kontra geben kann zu dem, was läuft. Achso, ja, wir sind jetzt gut in der Zeit, jetzt gibt es doch noch eine Frage, wenn jemand noch eine Frage hat. Ja, da vorne ist ja direkt eine Frage. Was denn? Soll ich jetzt ohne Mikrofon Frage fragen? Jetzt. Eine Frage. Soll ich ohne Mikrofon fragen? Ja, ist wahrscheinlich jetzt erwartet. Auch einmal gern an den Hexken. Ja. Sie sprachen gerade eben davon, dass wir schon Gefährder im Land haben. Und ich kann auch so reden. Auf jeden Fall. Sie sprachen davon, dass wir schon Gefährder im Land haben und aufgrund dessen müssen wir jetzt unsere Grenzen dicht machen. Dadurch pauschalisieren Sie jetzt ein wenig, dass jeder Migrant, der nach Deutschland kommen möchte, ein potenzieller Gefährder ist. Verstehe ich das richtig? Ich hatte ja nicht gesagt, die Grenzen dicht zu machen. Ich hatte gesagt, Grenzkontrollen durchzuführen, wie sie zum Beispiel zum G20-Gipfel durchgeführt worden sind. Ja. Um eine Grenze zu kontrollieren, egal wo sie auf der Welt sind, macht jeden, wenn sie so fragen, dann zunächst einmal wegen der Kontrolle pauschal zu einem potenziellen Gefährder. Man möchte halt wissen, warum jemand ein Land betritt. Das ist absolut legitim, daran ist nichts verwerflich. Herr Walter sprach auch gerade... Herr Walter sprach gerade eben davon, dass Ihre Partei auch dafür wäre, dann auf Migranten oder Flüchtlinge oder wie auch immer man diese Personen, die in unser Land einreisen möchten, nennen mag, schießen würden. Wie stehen Sie dazu? Nein, also niemand, auch die AfD, möchte auf niemanden schießen. Ich sagte, dass so eine Diskussion, wenn sie überspitzt geführt wird, auch sehr hitzig ist. Und es ist aus dem deutschen Gesetz zitiert worden, und das hat nicht die AfD da reingeschrieben, dass es Ultima Ratio ist, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Das steht da drin. Das steht schon seit Jahren da drin. Das hat auch nichts mit der AfD zu tun. Aber wenn es natürlich in einer Diskussion so hingebogen wird, dass dann die AfD in Reihe und Glied an der Grenze steht und versucht, jemanden zu erschießen, dann ist das ebenso grotesk wie die Aussage, dass wir per se Rassisten sind. Ja, ich sage das jetzt mal ganz allgemein. Vielen Dank, dass Sie unsere Fragen so ausführlich
beantwortet haben. Und auch wenn die Zeit knapp war, dass trotzdem alles, finde ich, ganz gut zur Aussage gekommen ist. Und jetzt wollen wir uns bei allen bedanken und haben dazu noch kleine Geschenke. Also vielen, vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind.